Aber gut, ich kann auch nicht jedes Pack hier. Wow. Was ist das, Stanny? Lecker! Deadfire Skin in Holo. Lol, der ist ja gerade noch auf dem Kopf gerade. Nein! Renegade! Schwarzer Ritter, Reconnection, was ist das? Zu krass. Keine Luft. Ja, hallo, ich bin Charles, ich heute mit einem neuen Video. Und zwar, Fortnite hat etwas Neues rausgebracht. Oh, guckt euch das an, Freunde. Und zwar, das ist ein offizielles Fortnite-Sticker-Album. Und hier kann man alle Sticker reinkleben, die wir hier rausbekommen. Mit dabei ist heute der gute alte Steel Duet. Ihr wisst, wir sind die Karten-OGs. Bruder, bist du gehypt? Bruder, ganz hart, Digga. Ich würde mal sagen, No Homo natürlich an der Stelle. Aber Renegade Raider muss gezogen werden. Aber guck mal, hier auf den Verpackungen ist nämlich schon der schwarze Ritter und alles drauf. Und ich bin gespannt, ob wir wirklich eine seltene Karte rausziehen. Und guckt mal bitte, wie viele hier wir haben, Alter. Wir haben so viele Freunde. Ziel ist auf jeden Fall, irgendwann mal das komplette Heft voll zu machen. Also das wäre auf jeden Fall Jackpot. Steel, bist du auch dabei, oder was? Bruder, ich denke mal, also das sah schon echt lecker aus, muss ich sagen. Die Karten sehen auch echt gut aus. Das sieht echt schön aus. Ich mache jetzt mal hier die erste auf. Ich habe die ja selber noch nicht gesehen. Ich habe das ja auch nur im Video gesehen, wie die aussehen. Aber die sahen einfach besser aus als die anderen Fortnite-Karten. Das Geile ist halt, die kann man wirklich sammeln, weißt du? Auf jeden Fall, ja, die klebt man halt auf von Bruder. Und das gibt nicht so eine nervigen Questkarten. Das finde ich halt auch relativ geil, das hat auch wirklich gestört, muss ich zugeben, ja. Boah, ich muss sagen, ich habe hier so einen Hängegleiter. Der sieht sowas von nice aus. Der hat so eine richtig Welche geile Umrandung. So ein Auto. Digga, das ist ja. Oh mein Gott, das ist dieser Hot Ride. Der ist doch legendär, ne? Dieses Auto. Lol, warte, ja, das rote. Ja. Das ist legendär, ja, stimmt. Oh, dann habe ich hier noch diesen einen Ninja, dann habe ich hier noch Ragnarok. Ragnarok, und das Geile auch ist ja, die Skins gibt es in verschiedenen Stufen, wusstest du das? Zum Beispiel hier habe ich Ragnarok, ich weiß gar nicht, welche Stufe das ist, aber ich glaube, die zweite oder dritte. Und man kann die richtig so in diesem Heft aufleveln, das ist halt das Geile. Oh, das da haben ist wir noch geil. Carbide und, was sind das? Okay, wir haben, ach, das sind Loading Screens. Okay, Loading Screens hat man diesmal auch, weißt du auch nicht. Hast du schon Holo-Karten gesehen? Ich habe noch keine gesehen, nee, bis jetzt noch nicht. Okay, also Loading Screens gibt's auch wieder, aber die juckt mich eigentlich. Ja, müssen wir trotzdem sammeln, aber das sind hier erstmal diese ganzen Standardkarten. Oh, auch ein schöner Skin, den wir hier haben. Die Elite-Agentin. Sehr, sehr schön Tryhard-mäßig. Muss natürlich dabei sein. Wir werden natürlich alle zum Ende des Videos einkleben und dann mal so eine kleine Übersicht machen. Ah, ich glaube. Oh! Ach, das sind die seltenen. Und zwar, guck mal. Ich hab grad hier den Raptor-Skin, den kennst du doch, oder? Ja, nochmal, der legendäre. Ja, und den habe ich mit so einer komischen Umrandung. Das sind, glaube ich, die richtig seltenen Skins, die wir hier ziehen. Oha, nice, Alter. Raptor-Skin. Oh mein Gott. Codename 11 haben wir. Nein. Ja, richtig schön. Oh mein schön Gott, 2 Jahre alt, das Skin jetzt bei. Oder richtig schöner OG das ist hier. Und der High-Rise Assault Trooper. Okay, also nicht schlecht, muss ich sagen. Die erste, aber das Ziel ist natürlich, die seltensten rauszuziehen. Die seltensten, würde ich fast sagen, ist wieder Renegade Raider. Nein. Hör auf. Alter, das ist zu krank, ne? Es gibt hier auch so. Ich habe das Jetpack. Das Jetpack mit so einer krassen Umrandung. Also die Karten sehen wirklich richtig nice aus. Nein! Nein, das hört sich zu realistisch. Dann sag sofort! Sag, Stani! Bruder, ich mache hier die ersten Packs auf, ich hab's direkt durchgespielt. Nein! Ich hab's wirklich direkt durchgespielt, das ist no joke. Sag! Bruder, ich hab Ghoul Trooper gezogen. Nein, Alter, halt's Maul, Digga. Ich hab Ghoul Trooper gezogen. Nein, hast du nicht, sag jetzt, dass du gezogen hast. Ich hab wirklich Ghoul Trooper gezogen. Einer der seltensten Skins aus dem ganzen Sticker-Album. Sag, was du gezogen hast. Oh, ein Ghoul Trooper, Mann! Nein, das ist nicht, Digga, ich schick mir gleich ein Foto, ich glaub dir das ich nicht. Ich send dir Foto gleich, ich send dir gleich Foto, Bruder. Alter, den hätten wir noch mit so dieser Alu-Umrandung. Das wäre krass gewesen, ja? Codename 11 und Ghoul Trooper, Bruder, bist du noch komplett, Digga. Geisteskrank. Dann haben wir hier noch Carbide-Skin und den Technik-Skin. Alter, Ghoul Trooper, also werden wir nachher alles reinmachen, Leute, und dann werde ich so eine Übersicht machen. Immer am Ende des Videos, was wir gezogen haben. Oh. Lol, es gibt hier sogar diese Twitch Prime Skins. Die Twitch, oh. Das ist krass. Hast du den Benny Boy. Ja, Benny Boy. Ah, der Ehrenmann, der ist dann eigentlich auch mittlerweile selten. Dark Bomber, ja, der ist richtig selten geworden. Dann hier noch Loading Screen und, oh, lol. Alter, es gibt hier sogar die Fortnite-Karte. So ein kleinen Teil. Ach so, von die alte Map, oder wie? Die alte Map, die alte schöne Karte. Das wird eine schöne Erinnerung sein. Oh, also das freue ich mich schon, wenn es fertig zusammen ist. Ich sag dir ganz ehrlich, auf den. Nein! Was ist denn das jetzt hier? Ach, das sind diese. Oh mein Gott, ich habe wirklich richtig kranke Karten. Nächster legendärer Skin. Was ist denn das?
Bruder, nein. Du sagst die ganze Zeit, was ist denn das? Was ist denn jetzt Bruder, das? Bruder, ich ziehe. Alter, der Heims in, auch hier in Holo gezogen wieder. Die Heim haben so eine richtig kranke Umrandung. Das ist ein legendärer, Bruder. Einmal diesen Hai-Gleiter gezogen. Dann diesen, hier diesen Samurai-Kämpferin. Auch in legendär. Alter, das ist so krass, ne? Dann hier Loading-Screen und den Rust-Lord auch noch gezogen. Ey, wir haben wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gute OGs schon dabei. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich muss sagen, die Karten gefallen mir tausendmal besser als die alten Fortnite-Karten. Ja, also mir, also ich habe sie auch, ich habe auch noch ein paar gesehen, auch in einem Video. Oh mein Gott, sieht die Karte krank aus. Die sahen schon echt gut aus. Alter, wie heißt denn der? Ich habe hier den Havoc-Skin, aber den kennst du, glaube ich, nicht. Das war mal in so einem Pack gewesen. Kennst du den, diesen grauen? Havoc? Ja, der war doch in Twitch Prime, Herburg. Alter, der habe ich auch in so Holo-mäßig, der sieht so geil aus. Der ist legendär, Bruder. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, die Karten gefallen mir richtig gut. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du das ganze Heft voller Holos hast, dann bist du geisteskrank. Also dann hast du das Spiel durchgespielt. Ja. Ah, ich glaube, in jedem Pack ist eine Holo drin, ne? Also so eine komische. Dann einmal den Lynx-Skin, okay. Oh, nee, hier sind mehrere Holos drin. Rapid Raider. Ey, Stil, die Karten sehen so geil aus. Ich muss sagen, ich habe hier schon ein paar aufgemacht. Und das Gute ist, es sind nicht so viel doppelt. Ja, das war immer das Problem damals. Das war immer das Problem. Immer die Doppelten hat man. Vielleicht hat man auch Pech gehabt. Aber hier, muss ich sagen, haben echt eine gute Vielfalt. Und, oh, die Karte sieht ja mal geisteskrank aus. Den Zenith-Skin in Holo. Den Zenith-Skin. Oh, sieht so lecker aus. Der ist auch legendär. Und dann noch Loading-Screens. Die Loading-Screens, wie gesagt, die jucken mich nicht so. Komm, also wenn wir... Was ist denn da? Hä? Oh. Alter, was ist das für Karten? Danny, sag jetzt. Ich hab hier irgendwie so eine Hälfte von Benny Boy. Das gehört irgendwie zur Karte. Und das ist eine Voll-Holo-Karte. So eine große Karte meinst du, oder wie? So eine Art ja, das ist so ein komplettes Bild. Ja, so ein Puzzle, oder wie? Ja, so ein Puzzle. Und hier habe ich Benny Boy, der gerade runterfliegt zur Karte. Und die Karte ist Full-Holo. Full-Holo. Dann habe ich hier noch den Ragnarök in der maximalen... Lol, das ist ein maximales Holo-Pack, was ich hier habe. Ragnarök-Holo. Dann noch den diesen Astronauten in Holo. Boah, Alter. Und dann noch hier... Midnight Ops und diesen einen Hacker da. Grüße gehen raus. Ey, bitte, bitte, bitte. Also ich sag dir, wenn wir jetzt noch Dings ziehen sollten, das wäre zu doll. Schwarzer Ritter Holo. Das wäre krass. Das glaubst du selber nicht. Einmal den Wikinger, dann diesen komischen Hai-Idioten, schicken Typen. Ja, okay, sind auch coole Skins, aber jetzt auch nichts Krasses hier. Ah, okay, also die Dinger sind gar nicht so selten hier, diese Holos. In jedem Pack scheint... Oh, jetzt habe ich mal einen Doppelten. Den Havoc haben wir schon. Aber das sind hier auch alles neue Backpacks gibt's auch, ja? Backpacks, okay. Backpacks gibt's auch. Das ist eigentlich ganz geil. Also, es gibt alles. Außer halt so diese dummen Questkarten von einfach so einer Kiste oder so. Das gibt's nicht. Die waren auch echt unnötig. Ja, die waren auch lost, muss ich sagen. Hier noch eine Doppelte. Okay, das war jetzt mal gerade zwei Packs, die jetzt nicht so krass gewesen sind, muss ich sagen. Aber gut, ich kann auch nicht jedes Pack hier... Wow. Was ist das, Stalli? Lecker! Deadfire Skin in Holo. Lol, der ist ja gerade noch auf dem Kopf wieder. Nein! Renegade! Schwarzer Ritter, Reconnection, was ist das? Zu krass. Nein, ich krieg keine Luft. Nein, Stalli. Hör auf, sag's doch jetzt! Die Karte sieht so geil aus. Es ist wirklich der Galaxy Skin. Oh nein, ich kann mir richtig vorstellen, wie krank das Holo. Aussieht. In Holo-Stil. Bruder, du musst mir gleich echt alle von jedem vorstellen. Alter, das sieht so geil aus. Oh, also ich sag dir ganz ehrlich, den Galaxy-Skin fühle ich gerade irgendwie noch mehr als den Ghoul Trooper. Ja, kann ich mir vorstellen, dass von den Farben einfach richtig geil so leuchtet auf den. Kranke Scheiße. Dann auch Elite-Agentin und den Bright-Bomber. Elite-Agentin hatte ich jetzt auch schon doppelt gehabt. Mal gucken, Leute. Vielleicht, wenn wir die tauschen. Übrigens, falls ihr auch ein paar Karten haben wollt, könnt ihr gerne meinen Partner Biggest Loot abschenken. Erster Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch so eine Karten bestellen, falls ihr Bock drauf habt. Ah, jetzt habe ich hier ein paar Doppelte gerade gezogen. Oh! Ja, Ranger Benny Boy habe ich auch. Und übrigens, Leute, mit dem Code SKILL10 erhaltet ihr sogar noch, wenn ihr euch so Karten kaufen wollt, 10% Rabatz, Alter. So eine ehrenhafte Sache, Junge. Und dann würde ich mal sagen, hier Sammelheft auf jeden Fall direkt voll gemacht. Ja, also, es kann eigentlich gar nicht, also die Folge kann schon gar nicht mehr krasser werden, glaube ich. Ja.
kann mich auch null vorstellen. Und das Geile ist, die Packs gehen wenigstens schön einfach auf, ne? Die gehen nicht so nervig auf. Oha, hier ist sogar das Real-Life-Bild. Weißt du noch, dieser Burger, der da im Real-Life gefunden worden ist? Ja, nochmal, im Strand, ja. Irgendwo im Strand war er doch. Ja, genau, und den gibt's ja auch. Boah, den Wolfskin habe ich. Dann die alte und, schöne Karten. Den Wolfskin, den gibt's auch in verschiedenen Stufen, kann man da sammeln. Bin ich mal auch gespannt, wie das aussieht, wenn du die komplette Seite voll hast. Ah, die Pyjama-Olle, Terminator, Load. Oh, es gibt hier sogar Tänze von Benny Boy. Bruder, macht er doch immer Standard-Emotes-Tanz machen, so? Ja, der macht diesen, wo er sich am Kopf so hält, weißt du? Ich weiß, glaube ich. Wow, den haben wir auch schon doppelt hier. Leute, den Magnus-Skin. Den haben wir doch auch schon. Leute, das ist doch genau das gleiche Pack, was wir schon mal gezogen haben. Ne, ich glaube, die beiden sind neu. Ja, ansonsten war es gerade das gleiche Pack gewesen. Dann haben wir hier auch, das finde ich eigentlich ganz cool, dass hier so, ich glaube, die hatten wir auch schon, bin mir aber gerade nicht sicher, dass hier so einige Szenen, oh lol, wie oft ich den Skin schon hatte, Leute. Oder sind das andere Farben auch? Ach, das sind auch andere Farben, oh lol. Okay, warte mal, die packen wir erstmal hier rein, nicht, dass ich die außerdem nachher weghaue. Und ich habe die gar nicht mehr, oh, warte. Oh lol, Omega in der, ich glaube, zweiten Stufe. Und den Bright Bomber hatten wir definitiv schon. Oh, nee, scheiße, den haben wir schon. Auch nochmal hier in Voll-Holo. Benny Boy, wie er auf die Karte fliegt. Ragnarök hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon. Okay, jetzt kommen. Jetzt haben wir langsam so eine Basics aufgearbeitet. Weißt du, jetzt kommen hier ein paar Doppelte auch. Zum Beispiel wie das Jack. Aber das hatten wir schon. Das weiß ich nicht. No, okay, Ghoul Trooper scheint gar nicht selten zu sein. Nein, hast du es nochmal gezogen? Ich habe nochmal Ghoul. Also, entweder, Leute, habe ich jetzt wirklich verdammt viel Glück. Und wir haben den Ghoul Trooper einfach zweimal gezogen. Oder Ghoul Trooper ist gar nicht selten. Also könnt ihr mal gerne eure Infos da unten in die Kommentare reinschreiben. Ich denke mal, Renegade Raider und so wird wieder selten sein. Okay, den haben wir auch schon. Ja, Galaxy Skin hast du einfach. Also Galaxy Skin ist, glaube ich, schon einer mit der seltensten. Und dann noch ein Holo. Aber ich bin mal gespannt. Hä? Okay, jetzt merkt man langsam, was hier selten ist und was nicht selten ist. Weil gerade habe ich schon... Auch wo ich dachte eigentlich, das sind krasse Dinger, die ich hier gezogen habe, doppelt gezogen. Ja, lol, Havoc haben wir auch schon, Leute. Okay, das sind so normalen Dinger. Vielleicht ist auch Galaxy Skin gar nicht so selten. Die ziehst du eigentlich 3000 Mal. Kann ja auch möglich sein, weißt du? Ja. Okay, den haben wir. Lol, es gibt hier einfach so Ballons, haben wir auch. Warte mal, den haben wir aber noch nicht in diesen Holo, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Packen wir auch erstmal zur Seite. Und es gibt, das Besondere ist auch, es gibt alle Fahrzeuge, ne? Diese ATK-Wagen, Quadbike und so, ja? Ja, okay. Genau. Komm, Renegade Raider. Okay, Schneemann-Idioten haben wir noch nicht. Oh, das sieht auch cool aus, der Vertex-Skin. Dann haben wir hier noch den Link-Skin in der verschiedenen Farbe. Den haben wir auch schon 3000 Mal, brauchen wir nicht. Dann haben wir hier noch so einen Fade-Skin, lecker, haben wir noch nicht. Pff, und hier nochmal Benny Boy via Tanz, aber ich glaube, den Tanz haben wir auch schon in der Holo-Variante. Benny Boy. Boah, okay, Backpacks gibt es hier sogar schön in Holo. Ragnarok in der verschiedenen Stufen. Geil, okay, jetzt reißen wir mal hier. Ah, schon wieder Ragnarök. Ragnarök. Den Paul Berger haben wir aber schon. Brauchen. Oh, Leviathan! In Holo. Lol, der ist gut. Leviathan ist legendär, Bruder. Legendär, ist ja, nochmal. Gut. Alter, die Karte sieht auch krank aus. Der Wolfskin in Holo. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Dann noch den Raven Skin in Holo. Oh, Omega Skin auch noch. Tschüss, Bruder. Was ein Pack gerade gewesen. Welche Version? Den Omega Skin? Omega, ich glaube, das war sogar in einer relativ fast fertigen Version. Okay. Ah, hier habe ich jetzt zum Beispiel gerade Taschenfestung und Grappler auf einer Karte. Dann den Zenith Skin. Den hatten wir aber schon. Den Technik Skin. Die haben wir doch in Holo eigentlich schon. Also können wir beiseite legen. Boah, schön hier so ein Waffenarsenal. Direkt mehrere Waffen auf einer Karte. Schön auch in Holo. Dann, oh, den Frostbite Skin. Schön auch in Holo. Lecker Schmecker für Spaß entdecker. Das schmeckt richtig lecker. Moisty Meier, Freunde. Hatten wir schon. Bruder. Oh, Herr Lama. Oh. Jerome auf Herr Lama. Kannst du ihn auf Herr Lama kleben? So ein Ding wird das, glaube ich, sein.
Oder ich hole mir einfach ein Lama-Poster. Was haben wir hier noch? Nein. Johnny? Ah, den Omen-Skin. Den Omen-Skin. Das ist aber auch schon. Oh! Auch nicht schlecht. Hier die rote, das rote Rentier, den Weihnachtsskin. Eigentlich auch selten. Ja, geht. Ja, und eigentlich. Die Detektivin hier. Ja, ist aber auch schon OG-mäßig. Also war lange nicht im Shop zumindest drin gewesen. Ein Jahr jetzt. Oh, aber der kommt wahrscheinlich wieder. Dann haben wir den Paul Berger. Auch nichts. Lol, schon wieder hier so eine Benny-Boy-Karte, der am Tanzen ist. In, auch in Holo. Geil. Haben wir schon. Sehr gut. Funky Ops. Okay, Leute, ich würde sagen, hier ist er drin, hier ist der schwarze Ritter drin. Ich spüre es irgendwie. Ich habe es wirklich im Gefühl. Hier ist der schwarze Ritter drin. Stil, sag mal jetzt, ist der schwarze Ritter in den letzten 10 Packs drin, die wir hier haben? Boah, Bruder, das wird legendär. Ganz schwierig, aber es kann sein. Was hast du? Den Warpoint, den Warpaint. Kennst du den vom Gründerpaket? Den hast du auch. Ja, den blauen? Ja, yeah, diesen blauen. Ja, ja, blauen, der ist heftig. Ich fühle mich Todes. Der ist auch echt ultra selten. Du siehst auch echt. Ja! Nein. Nein! Ich hab's Bart, wirklich. Ist es nicht. Nein, es ist zu krank. Rote es ist zu krank. Herr Rote Lama in Holo. Herr Lama in Holo gezogen. Also, das ist eine Sonderkarte. Die legen wir direkt hier oben hin, Freunde. Die muss ich nachher erstmal küssen. Herr Lama in Holo, den Ehrenmann. Das sieht auch geil aus. Vogelscheuch, ich glaube, die Waffen haben wir sogar schon. Oh, auch geil. Lorf Ranger, lecker Schmecker, Carbide und. Oh, der ist. Leute, den Skin spielt einfach keiner, weil der so eine fetten Schultern hat, dass du die Gegner einfach nicht mehr siehst. Total useless, das Teil. Hatten wir auch schon 30.000 Mal. Oh, Carbide in Holo, glaube ich. Hä, hier waren vor wenig Karten drin. Ach ne, hier. Shadow Ops noch. Oder jetzt B. Ach ne, haben wir schon. Schade. Das sah gerade so aus wie Recon Expert. Oh. Hey, hier nochmal Benny Boy, Leute. Oh, da bin ich mal gleich gespannt, wie das im Heft aussieht. Da haben wir den noch. Okay, und hier auch nochmal Jerome, wie er gerade tanzt. Grüße gerne raus. Also, verschiedene Tänze hat man hier auch mit den Default-Skins. Obwohl das ja auch eigentlich jetzt krass ist, weil Chapter 2 und so, alles neue Default-Skins. Ja. Haben wir schon. Oh, Wukong in Holo. Lecker Schmecker, Spaß. Yeah. Auch legendär. Du hast richtig viele legendäre Karten. Hä, ja, also okay. Ich muss sagen, ich habe fast mehr legendäre Karten gezogen als grüne oder so. Ja. Nee, haben wir nicht. Ja, okay, Ghoul Trooper ist nichts wert. Ghoul Trooper ist nichts wert. Hast du das dritte Ghoul Mal? Ghoul Trooper ist Schmutz. Ghoul Trooper ist Schmutz. Ja, vor, ist wirklich selten, aber du hast gerade einfach nur das Glück, der ist. Ja, das kann nicht sein. Ich habe dir jetzt. Ja. Also, den. Okay, vielleicht ist der in Holo selten, weißt du? Ja, ich habe den jetzt nämlich nur dreimal in normal gezogen. Okay. Und anfangs habe ich mich gefreut, lol. Ich Idiot. Kann doch nicht sein. Waffen. Okay. Oh. Die Eiskönigin. Ja, yeah, okay. Zwei Packs haben wir noch, Freunde. Zwei Packs. Komm, Bruder. Okay, lecker Backpack. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Schön. Ja, ist gut. Ist okay. Kein. Und jetzt das letzte Pack. Komm. Irgendwas Dickes nochmal. Irgendwas Dickes nochmal. Stil, drück die Daumen. Bruder. Ah, komm, schwarzer Ritter, nix, Bro. Nix. Gar nicht. Mit eins der schlechtesten Packs. Mann. Ja. Leute, also wir haben aber trotzdem, ich muss sagen, die Karten gefallen mir echt sehr, sehr gut. Ich werde jetzt alle hier in das Heft einkleben. Falls ihr nächstes Mal so eine Übersicht von dem Heft sehen wollt, welche Karte ich bereits alles habe, schreibt es auch in die Kommentare rein. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, lasst kostenlos Abo oder Like nicht vergessen. Also wenn wir hier 20.000 Likes schaffen, würde ich sagen, machen wir noch ein Pack-Opening, oder Stil? Auf jeden, Bro, auf jeden. Bruder, machst du auch mal ein Pack-Opening auf deinem Kanal? Ich denke, Digga, sieht wie gesagt sehr verlockend aus. Da habe ich mir richtig Bock drauf, Digga. Check Stil ab, Leute. Link unten in der Beschreibung. Das war's gewesen. Haut rein, kauft deinen Standard zu Skillist. In.